Jetzt kommen wir wieder zu der Kategorie, die besten Geschichten schreibt das Leben. Ich bin da gerade dabei, mein Programm zu schreiben und sitze halt so da und schreibe das Programm bei uns im Tonstudio. Wir haben so ein Studio, ne, und schreibe halt so. Und dann ruft die Priscilla an und sagt, sag mal, wie lange willst du da noch an deinem Programm rumschreiben? Da habe ich gesagt, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, ich komme jetzt nach Hause, ne, alles klar. Und dann war das Auto außen am Parkplatz gestanden, ne, so schwarzer Benz, ne, ganzen Tag in der Sonne. Ne. Boah, Alter, ich gehe da raus und steige ein und es war alles, du konntest nichts anfassen. Ich habe so Künstlerhände. Ne. Und dann, also egal, was ich angefasst habe, es war alles 4000 Grad heiß. Ey. Oh, dann habe ich endlich das Knöpfle mit dem Fenster und fahre los und wollte eine rauchen. Weißt du, und dann, oh, dann war in der Packung keine Zigaretten mehr drin. Ey. Dann haben wir gedacht, heute kommt ja wieder alles zusammen und so. Ne. Dann haben wir gedacht, das ist ja scheißegal, jetzt kaufst du Zigaretten an der Tankstelle. Und dann hält es halt an so einer Tankstelle und ne, gesagt, getan. Habe ich an so einer Tankstelle gehalten, wollte mir Zigaretten kaufen. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Weil der Filter, wenn wir da unterwegs sind, der kauft sich manchmal, wenn wir nachts heimfahren oder irgendwo rumfahren, dann kauft er sich manchmal so Energy Drink. Und da steht er jetzt im Moment total auf Rockstar Energy Juiced mit Mango, Orange and Passion Fruit. Check it out. Und da hat er mich einmal probieren lassen und das war gar nicht so schlecht. Das ist nicht so wie geschmolzene Gummibärchen, wie dieser Red Bull-Scheißdreck. Und ich gehe in die Tankstelle rein und da war es so heiß, weißt du, und dann sehe ich in dem Kühlregal, sehe ich diese gelb-orangene Dosen, so halbe Liter Dosen und denke mir, alter Bammers, so ein Ding lässt er jetzt in den Hals fallen, das ist jetzt geil, ne? Und ich bin gar nicht zum Kassenbereich, sondern bin direkt darüber zu diesem Kühlregal. Und dann, das kennt ihr ja in die Tankstellen, da steht dann oft so ein Städtischer drin und da sind die üblichen Verdächtigen. Ne? Und ich gehe da hin und ich lang diesen Rockstar Energy Drink an und dann sagt einer, der da steht, man zwei Typen gestanden, was willst du mit dem Scheiß? Kauf dir lieber einen Dunkard. Dann habe ich gesagt, ach so, ihr seid von der Aral Getränkeberatung. Habe ich gesagt, das wäre schon ich wissen, was ich jetzt mache und du hältst die Füße still, habe ich gesagt. Und dann war aber die erste Dose in diesem Kühlregal, die war relativ warm. Ne? Und dann habe ich da ein paar so Dosen raus und plötzlich kommt aus dem Kassenbereich kommt die Stimme aus der Hölle. Alter, was machen Sie da? Räumen da nicht die ganzen Dosen aus den Fächern raus, das sage ich Ihnen. Und ich denke mir, Alter, das gibt's doch nicht. Was ist denn los, ne? Dann habe ich gesagt, ich schaue bloß, dass ihr keine Dosen. Ja, jetzt sagen sie, keine Dosen, ja, ich kann da stehen, die Dosen. Und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Habe ich gesagt, ich tue das schon wieder reinräumen, ist so in Ordnung. Dann habe ich endlich keine Dosen gehabt, die anderen habe ich wieder reingeschoben. Und dann gehe ich zu dem Kassenbereich, ey, Alter, dann steht da eine Qualle. Kennt ihr Jabba the Hutt von Star Wars? Das Ganze in weiblich. Das war ästhetischer Grenzbereich, ich schwöre. Alter, ey, das war Wahnsinn, da steht die da, Alter, mit. Die hat ja Knollnasen gehabt, die war so. Da waren Poren, die, wenn nicht aufpasst, wohnen da irgendwann ganze Familien drin. Leck mich am Arsch, ey. Und dann hat sie zu mir gesagt, geben Sie mir mal die Dosen, die muss ich scannen. Pff. Ganz vorsichtig, die Dosen soll ich nehmen. Dann hat sie die Dosen gescannt, dann gibt es mir es wieder. Und dann war da so eine Geldschale aus Edelstahl mit eckigen Ecken. Ne? Die waren extrem eckig. Und da habe ich die Dosen so hingestellt, habe mir gedacht, huiuiui, die Ecken sind aber eckig. Ne? So Edelstahl-Ecken. Und dann hat sie gesagt, noch was? Habe ich gesagt, ja, geben Sie mir einen Lucky Strike. Welche? Habe ich gesagt, die normalen. Was sind denn die normalen? Habe ich gesagt, die Weißen mit dem roten Punkt. Ach so, das sind die normalen. Da sagt doch jeder was anderes. Alter. Ich dachte, ich drehe durch. Dann hat es die Zigaretten gescannt und dann habe ich meinen Geldbeutel raus und habe so zahlt. Und wie ich so zahle, sag ich zu ihr, und sie gibt mir das Rückgeld so, ne, und dann sage ich nur zu ihr, und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und dann sagt sie zu mir, wollen Sie mich verarschen? Dann habe ich gesagt, na, wie kommen Sie denn da drauf? Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Dann habe ich zu ihr gesagt, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, warum?
Hey, dann habe ich da den Geldbeutel in der Hand, ne, und die Zigaretten. Und da hat es mir das Rückgeld gegeben. Und ich wollte es irgendwie, bin ich mit dem Handrücken an dieser Dose Rockstar Juiced Energy Mango Orange Passion Fruit, bin ich dann mit dem Handrücken hängen geblieben. Und dann habe ich aber da das Wechselgeld drin gehabt und dann ist es in meine Richtung gefallen, die Dose. Und dann wollte ich die so zurückbuxieren und habe aber zu viel Schwung gegeben. Und dann ist die Dose in die andere Richtung gefallen und fliegt, die Dose fliegt, echt, das war nicht schlimm, aber die fliegt halt gegen diese eckige Ecke. Leck mich am Arsch. Dann war ich in dieser Reitangstelle. War Mango, Orange, Passion Fruit Massaker. Ey, da war eigentlich, ist da ein halber Liter drin, aber gefühlt waren das 500 Liter. Der Strahl war nicht dick, aber der war 3 Meter lang und extrem vehement. Also der hat nicht nachgelassen. Und ich hab die Dosen in der Hand, dann hab ich erst die Qualle abgeschossen. Ne? Das hat nicht mehr aufgehört. Hinten in die Zigaretten rein. Dann habe ich mich seitlich weggedreht an der Schaufensterscheibe. Dann habe ich es nach unten, da waren dann die Magazine und die Zeitungen, alles abgeschossen. Dann wollte ich mir rüber, dann wollte ich das. Von dem ganzen Kassenbereich ist dann die Suppen, der Energy Drink schon in die Schokoriegel reingelaufen. Dann wollte ich das mit dem Daumen zuhalten. Alter. Die Aral-Getränkeberatung auch noch ihr Fett abkriegt dann, ne? Und die Alte hinter der Kasse ist total eskaliert. Das war der Wahnsinn. Die war dunkelrot, ist die angelaufen. Wie kommen Sie so blöd anstellen? Es gibt eine. Sie haben die Dose absichtlich gegen die Ecke gedrückt. Hab ich gesagt, einen alten Arsch hab ich gemacht, ey, die ist umgefallen. Das gibt's doch nicht! Leck mich fett, ey. Und hat sie meine Dosen, hat sie dann endlich irgendwann beruhigt. Aber ich war mit Badeschlappen in einem See gestanden. Alter, alles hat gestunken nach diesem Energy-Drink. Und dann kommt sie vom Kassenbereich, läuft da so rum, ne, und schnappt sich im Kühlregal auch so eine Dosen Energy-Drink und kommt zu mir her. In der Zwischenzeit waren zwar so Außendienstler, die wollten einfach nur ihre Tankrechnung zahlen. Die haben dann gesagt, Entschuldigung, wir möchten bloß die Tankrechnung zahlen. Sie warten jetzt ab, bis dran sind. Der totale Wahnsinn. Und dann steht die neben mir, die Qualle. Wo war die Dose jetzt gestanden? Dann habe ich gesagt, hier. Wenn die Dose hier steht und die fällt dann um. Und dann schubst die diese und sagt nur, dann passiert da gar nichts. Und dann schubst die Dose so um. Falsch. Ne? Es war falsch, was sie gesagt hat, weil es ging wieder von vorne los. Dann hat sie die Dosen in der Hand gehabt, dann dreht die sich zu mir rüber, dann habe ich die Qualle auch noch anfassen müssen. Dann habe ich der den Arm verdreht, damit die mich nicht abschießt. Inzwischen ist von der abgehängten Decken in der Tankstelle schon der Energy Drink runtertropft. Dann hat sie umgedreht. Alter, die zwei Außendienstler, die sind dann gleich in Deckung gesprungen hinter irgend so ein Regal, wo die Chips drin waren. Alter Schwede. Ey, es war alles, die ganze Tankstelle war versaut. Und ich habe dann, wie sie die Dosen von ihr dann beruhigt hat, habe ich mir gedacht, ey, ich habe zu ihr gesagt, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf einen Energy Drink. Und dann bin ich da rüber zur Aral-Getränkeberatung, habe mal aus dem Karton, habe mal einen Doncut raus. Habe ich gesagt, ich nehme jetzt lieber so einen Doncut, der ist eh billiger wie der Energy Drink. Den habe ich dann in der Tankstelle gleich aufgemacht. Dann sagt der eine mit der Käppi, der da gestanden war, hat er gesagt, habe ich doch gleich gesagt. Und beim Nausgehen habe ich dann zu ihr gesagt, und ich wünsche Ihnen jetzt aber trotzdem noch einen schönen Tag. Dann hat sie gesagt, aber jetzt wollen Sie mich doch verarschen, oder? Dann habe ich gesagt, jetzt schon. Dankeschön.